Aktuell arbeite ich von zu Hause, wie bestimmt einige von euch. Und auch mein Partner arbeitet von zu Hause. Wir sind beide auf ein reibungslos gut funktionierendes Netz angewiesen. Und wenn das mal nicht so ist, kann der Haussegen hier auch schnell mal schief hängen. Derzeit ist unsere Wohnung der Lebensmittelpunkt. Sie ist Büro, sie ist Fitnessstudio, sie ist Schule und vieles mehr. Und hier sind auch noch einige Smart-Home-Anwendungen, die miteinander vernetzt werden möchten. Bis vor kurzem war das WLAN hier nicht immer ganz so gut, wenn wir alle zu Hause waren, die Smartphone, Tablets und Fernseher in Benutzung. An der Bandbreite kann es hier wirklich nicht liegen. Wir haben hier einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung. Deswegen habe ich vor knapp einem Monat ein Heimnetzwerk installiert. Aber was ist eigentlich ein Heimnetzwerk und worauf muss ich achten bei der Installation? Dafür habe ich einmal mit Thomas von Telekom Hilf gesprochen. Hallo Thomas, woran kann es liegen, dass ein WLAN-Signal nicht immer so gut ist? Hallo Lena, das Wichtigste für ein funktionierendes WLAN ist der Standort des Routers. Ja, der muss also wirklich freistehen. Es nützt also nichts, den Router irgendwo zwischen gehorteten Toilettenpapierrollen oder Konserven aus dem letzten Hamsterkauf aufzustellen. Auch ein Babyfon oder eine Mikrowelle oder eine Grünpflanze oder auch ein Aquarium, das können alles Dinge sein, die den Empfang verschlechtern. Für einen guten Empfang ist es wichtig, je näher das Empfangsgerät an dem Router dran ist, desto besser wird das Signal sein. Die Heimvernetzung, die kann mir jetzt ja dabei helfen. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter Heimvernetzung und warum ist das besonders heutzutage sehr wichtig? Ja, vor ein paar Jahren haben Bauherren immer den Rat bekommen, sie sollten möglichst viele LAN-Kabel in der Wand verlegen, weil man in jedem Raum Internet braucht. Das war vor ein paar Jahren sicherlich auch der richtige Ansatz. Allerdings haben wir heutzutage mehr Geräte, die ins Internet wollen und vor allen Dingen auch mobile Geräte. Das heißt, mit LAN-Kabel schließt ihr heute maximal vielleicht noch den Desktop-PC oder die Spielekonsole an. Und quasi mit dem Speed Home Wi-Fi haben wir dabei die Lösung, ein WLAN zu verbessern. Ja, also sprich, du kannst damit die Mesh-Technologie nutzen und dein Heimnetzwerk damit optimieren. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Mesh-Technologie. Was verbirgt sich denn dahinter eigentlich? Und warum ist das nicht mehr so gut, einfach nur einen Repeater zu nehmen? Das Mesh-Netzwerk kann man sich im Grunde vorstellen wie so ein Tornetz. Also beim Fußball, du hast die Möglichkeit, dir dort wirklich ein Netzwerk an WLAN-Geräten aufzubauen. Anders als beim Repeater. Beim Repeater kann man sich das vorstellen wie so ein bisschen stille Post. Ja, da ruft der Router einmal Richtung des ersten Repeaters, der erste Repeater ruft es dann weiter und weiter und das Signal wird immer schwächer und schwächer. Ja, mit dem Speed Home Wi-Fi hast du die Möglichkeit, dir wirklich ein flächendeckendes WLAN im Haus aufzubauen. Und was sind jetzt wirklich die konkreten Vorteile von einem Mesh-Netzwerk? Der wichtigste Vorteil ist, dass dir die Geschwindigkeit erhalten bleibt. Du hast auch vor allen Dingen dann nur noch einen Netzwerknamen, an den du dich anmeldest und dein Gerät sucht sich immer das stärkste Signal. Also wenn ich mit dem Handy durch meine Wohnung gehe, sucht es sich einfach das beste WLAN, was es gerade zur Verfügung hat und nutzt nicht noch das alte, wo es das erste Mal eingeloggt war. Kann man das so sehen? Ja, genau. Durch die Mesh-Technologie hast du den Vorteil, dass du einen Netzwerknamen hast, eine SSID, so nennt sich das ja. Das heißt, du musst nicht ständig irgendwie dich neu verbinden mit deinem Handy, was bei Repeatern durchaus der Fall sein konnte, wenn man sich dann immer die SSID des nächsten Repeaters sozusagen suchen musste. Und wenn du den irgendwo im Schlafzimmer hattest und bist dann durch die ganze Wohnung Richtung Esszimmer zum Beispiel gegangen, dann musstest du dich halt irgendwie neu einloggen. Und das hast du mit den Speed Home Wi-Fis eben nicht, weil du deine komplette Wohnung sozusagen mit einem und demselben Netz ausstattest. Jetzt weiß ich, früher, als mein Vater irgendwann mal damit angefangen ist und bei uns in der Wohnung gesagt hat, er macht jetzt ein Familiennetzwerk und ein Heimnetzwerk, dann war das für mich immer ein Graus. Und das war, glaube ich, früher mehr so, ich muss in die Tiefen eines Rechners rein, um wirklich sowas zu programmieren und zu installieren. Ich habe es ja jetzt hier bei mir zu Hause auch installiert. Ich fand es recht einfach mit der Magenta-App. Stimmt, mit der Mein Magenta-App wirst du im Grunde Schritt für Schritt durch die Installation geführt und es ist super einfach und eigentlich kann man nicht viel falsch machen.
Kann ich denn jetzt jeden Router mit dem Speed Home Wi-Fi vernetzen und nutzen? Grundsätzlich ja. Wir empfehlen aktuell unseren SpeedPort Smart 3. Warum empfehlen wir den? Weil der die Mesh-Basis schon integriert hat. Wenn du einen anderen Router hast, ist das aber auch kein Problem. Dann brauchst du einen Speed Home Wi-Fi, den du über LAN-Kabel an den Router anschließt und der bildet dann die Mesh-Basis. Wie viele Speed Home Wi-Fis kann ich denn jetzt eigentlich anschließen, damit ich mein perfektes WLAN in einem großen Haus vom Keller bis zum Dach versorgen kann? Ja, das ist kein Problem. Du kannst bis zu 5 Speed Home Wi-Fi mit einer Mesh-Basisstation verbinden. Das sollte auch für die großen Häuser reichen. Hast du denn für uns jetzt Tipps, wie ich mein perfektes WLAN zu Hause einrichten kann? Ja, absolut. Wie ich eben schon gesagt habe, die Mein Magenta-App kann da sehr gut weiterhelfen. Sie hat die DSL-Hilfe-App und auch eine WLAN-Optimierung schon mit drin. Damit kann man schon mal eine ganze Menge machen. Du kannst dich aber auch telefonisch beraten lassen vom Service und kannst dich auch zum Beispiel, die können sich dann remote auf deinen Router aufschalten und können das für dich alles übernehmen. Und wenn das alles nicht hilft, kannst du auch einen Techniker nach Hause kommen lassen. Und keine Angst, in der jetzigen Situation haben sie auch alle gängigen Schutzartikel dabei, um der Situation gerecht zu werden. Ja, dann vielen lieben Dank und dann können wir ja weiterarbeiten im Homeoffice. Bei uns läuft das WLAN dank der Heimvernetzung per Mesh sehr gut und der Familienfrieden bleibt bestehen. Wie sieht's bei euch aus? Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, gerne rein damit in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer von euch über einen Daumen hoch. Und fix den Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.